So, es ist die Zeit gekommen, um wieder zu reagieren. Reagieren, hyperventilieren, ihr kennt es, Leute. So, wir gucken uns jetzt mal die Trends an. Was gibt's denn so Schönes, Alter? So, schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist Schönes am Start? Leben mit Tourette, beim Friseur und Rasieren. Weil den Kanal habe ich jetzt ein paar Tage nicht geguckt. Krank, Mann, Alter. Der Kanal hat doch schon 1 Million Abos. Ich glaube, darauf können wir mal reagieren. Oder ich würde mir das mal gerne angucken. Boah, Digga, warum ist das so laut? Platz 1 in den Trends, Digga, der Kanal hat einfach 1 Million Abonnenten, Alter. Ich fress nen Besen, ey. Was? Alter, 1 Million, Mann. Sei ihm gegönnt, ne? Krass. Aber überleg mal, wir haben mit FIFA 2011, wir haben 8 Jahre gebraucht, um 1 Million zu knacken. Innerhalb von einem Monat, das ist schon krank, Mann. Das ist heftig. Heftig, 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 heftig. Okay, wir gucken uns das jetzt auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt, was uns hier Schönes zu erwarten hat. Ah, okay, okay. So, hier können wir die Facecam, glaube ich, unten rechts hinpacken, Leute. Beste Leben, geht wieder faxen, in den Dachsen, in den Schachsen, so weiter. Hey, ah, du stehst doch drauf. Birthday Princess. Ja. Fick dich. Leck mich doch am Sack. Na, jetzt geht's. Fick dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns gedacht, als kleines Special und weil das sehr viele Leute von euch interessiert hat, werden wir den Jan mal dabei begleiten, wie er zum Friseur geht. Hey. Und wie es auch. Digga, der sieht mir doch nicht ähnlich, Alter. Leute, mich verarschen, ich sehe doch nicht aus wie der. Vielleicht wegen dem Bart kommt das so manchmal ein bisschen rüber, aber Alter, ey. Aber ich hab manchmal auch so meine Ticks, ne? Vielleicht ist da was dran. Nein, Spaß. Aussieht, wenn er versucht, sich zu rasieren. Genau, das ist halt bei mir immer so eine tricky Angelegenheit. Bisher habe ich mich noch nicht ernsthaft verletzt beim Rasieren. Seitdem ich halt stärkere motorische Ticks habe, verwende ich nur noch einen trockenen, also ich, ja, einen elektrischen Rasierer, okay. Um mal mich zu rasieren. Und ja, dabei werde ich dann heute auch noch gefilmt. Und das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Trigger-Situation. Stimmt, ja, dann die Kamera macht das Ganze ja noch schlimmer, ne? Die Kamera macht meine Ticks bekanntlicherweise schlimmer und... Hey, Arsch! Ja, ich gucke mal, ob ich mich wirklich nur im Gesicht rasiere oder ob die Gisela plötzlich anfängt, andere Teile zu rasieren. Teile rein zu rasieren oder mal gucken, ob ich danach keine Augenbrauen mehr habe. Das soll ich mal auch sagen. Ich hoffe, er hat dann auch noch Augenbrauen. Ich bin dann hier der Katzenberger. Und ja, ich guck mal, wie das gleich funktionieren würde. Ich bin selber sehr gespannt. Du vor allem sehr gespannt, wie das mit dem Friseur ablaufen wird. Ich für meinen Teil. Oh. Yeah, kleiner Freestyle Beat. Plugin free with every purchase. Free in the club. The bitches are hot and I fuck them hot. Yeah, yeah. Okay, yeah. Geht's weiter mit dem Video. Oh. Kleiner Freestyle am Rande. Ich stell mir das jetzt so vor, dass zwei Leute dich beim Friseur zum Beispiel festhalten müssen, damit die dir nicht irgendwie in die Kopfhaut reinschneiden. Das haben die mal so gemacht. Also manchmal machen die das halt so, wenn mir der Scheitel rasiert wird, dass die meinen Kopf festhalten. Bis jetzt hat es aber auch beim Friseur keine Verletzungen gegeben. Aber mal gucken, wie das ist, wenn mir jemand eine Kamera ins Gesicht hält, ne? Dann bin ich mal gespannt. Er hält mir meistens seinen Schwanz ins Gesicht. Der war gut, Alter. Der hat mir seinen Schwanz ins Gesicht, Alter. Verletzungen Gott, gegeben. Aber der war lachig, Alter. Und jetzt da hat er mich zum Lachen gebracht. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Er hält mir meistens seinen Schwanz ins Gesicht. Das sollst du nicht von der Kamera sagen. Hab ich das gesagt? Die Gisela gerade gesagt, mein oder seinen? Meinen. Seinen Schwanz, er hält mir meistens seinen Schwanz ins Gesicht. Ah ja, gut. Okay. Immer der Friseur, Alter. Die Diskussion ist jetzt egal. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gedacht hättet, dass... Ist das etwa eine Kamera? Oh, ich bin der Tonmann. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was anderes erwartet hättet und gedacht hättet. Du bist dreckig. Oder mit etwas anderem gerechnet hättet. Jetzt bin ich voller Sackgutan. Und falls ihr euch fragt, was hier im Hintergrund steht, ach ja. Das ist die wundervolle Zeichnung unserer Gisela oder deiner Gisela. Was unsere, sage ich schon. Das folgt hier ein. Ja, das haben zwei Freunde von uns gezeichnet. Grüße gehen raus an Leo und Vincenzo. Hey! Und ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Zeichnung von meinem Tourette-Syndrom. Und das habe ich natürlich direkt eingerahmt und hier bei mir zu Hause auf die Kommode gestellt. Boah. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas dran ist an dem Gerücht, aber ist schon lustig. Einer schreibt hier gerade,
Stell dir mal vor, er faked alles. Das wäre zu krank. Boah, das ist schon hart. Seid mir ehrlich. Stellt euch mal vor, der faked alles. Boah, das. Aber irgendein, ich weiß nicht, würdet ihr das feiern? Also, ich würde diese Strategie einfach, die würde ich überhaupt nicht feiern, Digga. Das geht nicht. So, der hätte ja quasi seine Krankheit ausgenutzt, obwohl er sie nicht hat, um Fame zu kriegen. Aber trotzdem ist das schon krass. Nein, das ist niemals Fake, Leute. Niemals. Das ist, kann kein Fake sein. Aber es war nur so dieser Gedanke, hat einer gerade in die Kommentare geschrieben. Das wäre schon was. Aber nein, nein, nein. Das ist auf keinen Fall Fake. Aber überlegt mal, stellt euch mal vor, was für eine Strategie das wäre. Nicht einfach in einem Monat 1 Million geknackt. Krass. Aber es ist niemals Fake, Mann. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine gute Genesung. Ich hoffe, das wird weggehen, ey. Ja, die gute Gisela, ne? Hey, viel Spaß bei dem Video. Ja. Okay. Was ist das denn? Das ist mein Gesicht. Oh, hier ist aber auch schon kein Glas mehr drin, du. Ach du Leben, ja, nee. Also, wir befinden uns gerade im Badezimmer. Ja. Würde man wahrscheinlich unschwer an dem Hall erkennen, der hier drin ist, aber das geht leider nicht anders. So hat man es halt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Bombe! Ich sitze hier hinten in der Ecke und filme den Jan einfach mal, um zu sehen, wie der das macht beim Rasieren. Ja, also das wird jetzt immer gucken, ob es jetzt eine Herausforderung wirkt, weil ich halt dann gefilmt werde. Aber ich denke mal schon, dass ich das schaffen sollte. Mal sehen, was draus wird. Genau, mal sehen. Will er sich denn jetzt, was will er denn rasieren? Will er seinen Bart abrasieren oder was? Wie gesagt, immer mit dem elektrischen Rasierer. Überfall, Wichser! Du bist hässlich, Tim! Überfall! So, also Wasser funktioniert auch, dann kann es ja losgehen. Hey! Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Hey! Also das Ganze ist ein bisschen mehr eher so mit Unterdrücken verbunden. Womit unterdrückst du das? Also was hat der denn da weggeschnitten? Hast du dich geschnitten? Hast du die Haare abgemacht? Nein. Einfach sein Haar abgeschnitten. Egal, ist nicht. Oh Gott, Alter, na ja, egal. Ist jetzt nicht so verheert. Sag mal im Spiegel rum. Bisschen. Hey, hör mal auf, Leute, der fake das nicht. Also, schreibt mal nicht sowas rein, Mann. Wenn du das Waschbecken reinfilmst, hey. Man kann es ein bisschen erkennen. Ist ein bisschen schwerer statt das, zu groß. Das sind Haare, die kommen von meinem Kopf und die sollten eigentlich nicht weg. Naja. Ein bisschen Schwund ist immer. So, jetzt Konzentration. Ach, der Lieblingsspruch. Ich hätte voll Angst, dass ich die Augenbrauen wegschneide. So. Naja, ist nicht so schlimm. Ich sehe noch nicht so aus wie. Hä? Wie? Hä? Puh, Arsch! Ich muss sagen, ich hab selber ein bisschen Angst gehabt. Ich rasier dich! Boah, fast wieder Haare geschnitten. Arsch. Heute ist mein Friseur wird gleich bestimmt lachkig, Alter. Kompensiert. Ich versuche gerade die Luft anzuhalten, damit ich nicht so viele Ticks habe. Okay. Und ich kann ja dann mal kurz absetzen und dann. Arsch! Und dann zucke ich. Also dann kommen die motorischen Ticks und dann geht es. Also es ist halt schon ein größerer Zeitaufwand, aber es. Ficken! Na, besser als sich zu verletzen. Ja. Weil man kann nicht so, nicht so schlimm sehen, oder? Ficken! Ich hab genug auf dem Kopf. Sorry. Noch. Ja, manchmal auch meine Ticks. Noch sehe ich nicht so aus wie mein Vater. Hey. Schöne Grüße gehen raus. Ja. Papa weiß Bescheid. Ja, Wichser! Ich mach mir einen Hitlerbart. Ich mach mir einen Hitlerbart. Ich muss mir die Nase abschneiden, so. Boah. Oha, Bruder, der rasiert sich fast die Augenbrauen ab. Ah, oh, scheiße. Zeig mal. Oh, das ist nicht so schlimm. Am besten im Spiegel. Jetzt habe ich hier wieder eine kahlere Stelle. Hä, aber wer hat das denn sonst gemacht? Also wer hat den denn sonst rasiert? Haben die das vorhin gesagt? Weil dann müsste das ja quasi jedes Mal passieren, dass der irgendwas wegschneidet, wenn er sich rasiert. Sonst wird er wahrscheinlich rasiert, oder? Okay, passiert das denn häufiger? Ja, das kommt schon mal vor, wenn ich das. Naja, also wenn mich Leute sehen, das hier, das war ich, das war die Gisela, das war nicht meine Friseurin. Naja, es ist nicht so schlimm. Ah, okay. Ich
Soll ich nicht mal versuchen? Am besten... Am besten machst du das gleich auf der anderen Seite nochmal, dann fällt es nicht auf. Eigentlich schon. Okay, das hat doch eigentlich... auf jeden Fall ohne... nichts. Also... das hat ohne schlimmere Verletzungen auf jeden Fall funktioniert. Ja, hat, wie man sieht, ganz gut funktioniert. Halt so wie Sachen bei mir mit dem Tourette halt funktionieren und naja, verletzt habe ich mich ja, wie man sehen kann, nicht. Hier sind halt jetzt ein paar Haare drin, die nicht alle aus meinem Gesicht kommen. Die sind von meinen Beinen. Nein, die sind von meinem Kopf. Man hätte jetzt gesagt, die sind von meinem Schwanz. Das hätte ich gefeiert, Alter. Und ja, war eigentlich recht erfolgreich, oder? Ja. Doch wie lief es denn beim Friseur? Da bin ich jetzt auch mal gespannt, Digga. Friseur wird jetzt lachkick. Über Pommes. Aber hast du irgendwelche anderen Wünsche, die man braucht? Nee, also ich würde es genauso ficken, genauso wie immer. Wie viel Millimeter hat man? 2? Ja, genau, ganz kurz. Ich will eine Hitler-Frisur. Ich hole mir einmal gerade noch eine Wasser. Ja. Und wie klappt das sonst mit dem Friseur? Hat bis jetzt immer super funktioniert. Also es ist noch nie zu Verletzungen oder Ähnlichem gekommen, weil ich halt währenddessen dann recht konzentriert bin und hier nicht so viele Ticks habe. Aber du musst das schon unterdrücken, ne? Ja, das auf jeden Fall auch. Also ich versuche es zumindest. Wie machst du das dann? Durchs Atmen? Ich versuche halt auch Sachen so in die Beine und so umzuleiten. Pommes! Und das funktioniert immer für gewisse kürzere Zeiträume recht gut. In die Beine? Ja, es ist halt die motorischen Sachen, dass ich mit dem Oberkörper nicht so viel wacke, sondern eher mit dem Unterkörper. Schlägt einfach los, ja? Ja. Mörder! Mörder! Ich feier diese Ticks. Überfall! Bist ja eigentlich relativ ruhig gerade, ne? Aber immer wenn der, was man dieser Tourette-Stimme sagt, ne, dann redet er irgendwie so tief, ne? Ist das normal? Also immer wenn er was sagt, ist das normal? Der sagt das ja nicht in seiner normalen Tonlage, ne? Ich kenne mich mit der Krankheit leider nicht so aus. Sonst wüsste ich da bestimmt mehr drüber, aber ja. Mal gucken. Pommes! Ja, das stimmt. Weil ich halt sehr konzentriert bin, dass hier niemand verletzt wird. Besonders ich nicht. Ginger. Macht ihr das? Oh mein Gott, der meint einfach zu ihr Ginger. Man hat die noch so angeguckt, weil die hat ja so Ginger-Haare. Das ist ja eigentlich ruhig geworden. Geil. Ja, das stimmt. Die hat ja Ginger-Haare. Weil ich halt sehr konzentriert bin, dass hier niemand verletzt wird. Besonders ich nicht. Ginger. Macht ihr das, also machst du das immer alleine, dir die Haare zu schneiden oder auch manchmal mit mehreren Personen? Nee, sonst fast immer alleine und wenn es mal an einem Tag ganz extrem ist, wenn wir den Scheitel einrasieren, hätte mal jemand den Kopf. Oder was schneidet ihr für einen Übergang, Digga? Habt ihr das gesehen? Was ist das? Ja, ich mach mal eine. Bruder, bester Übergang EU-West. Also wenn da jetzt nicht noch ein Übergang reinkommt, dann Respekt. Also wenn man sich da konzentriert, das du hast schon die Frisur. Also es ist eigentlich relativ ähnlich, wie wenn man Kindern die Haare schneidet, weil die halten auch nicht unbedingt immer still. Ja gut, dann bist du das ja so gesehen schon geholt. Genau, ja. Nur halt die Ausdrücke zwischendurch nicht so gut. Ja, die Ausdrücke. Aber man gewöhnt sich dran. Also klar, am Anfang muss man sich das Lachen dann schon verkneifen. Ja, wobei es mich gar nicht stören würde, wenn man darüber lacht. Ja, nee, aber mittlerweile ist es eigentlich... relativ normal. Ja, viele Leute sagen mir auch, dass sie das irgendwann gar nicht mehr hören mit den Nee, es geht wirklich. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Ne? Was dann nur ungewohnt ist für andere Kunden, die das noch nicht mitbekommen haben. Wenn der Jan dann reinkommt, immer eben alle Kunden. Genau, richtig. Ficken. Das ist halt überall so, wo ich hingehe. Ne? Ja, je nachdem, was er dann auch zu mir quasi sagt oder was man auf mich beziehen könnte, dann gucken die manchmal um die Ecke und eine Kundin hat mal danach zu mir gesagt, ja, wieso haben sie dem nicht mal Bescheid gesagt, nur wieder mit ihm geredet hat. Echt? Ja. Hey. Aber ich finde, bis jetzt geht das eigentlich relativ gut. Ich habe eigentlich irgendwie mehr einfach. Du bist ja gleich, wenn wir den Scheitel einrasieren, ist noch was anderes. Ja.
Es haben halt auch richtig viele in die Kommentare geschrieben, die konnten sich halt gar nicht vorstellen, ja, wie das ist, wenn der zum Friseur geht. Du Gartenzwerg. Aber vielleicht war es auch so, dass am Anfang, als ich mir die Haare geschnitten habe, war es ja auch noch nicht so extrem. Es ist ja halt, also da kam das mal so langsam, da war es glaube ich am Anfang so schlimm mit dem Pfeifen. Das stimmt, also ich komme jetzt glaube ich seit bestimmt 4 Jahren hierher. Ja. Und in der Zeit hat es sich, ich glaube schon länger sogar, und in der Zeit hat es sich halt auch extrem verschlimmert. Und so vor 4 oder 5 Jahren, wo ich hier war, da ist das noch gar nicht so durchgekommen. Mhm. Ne? Friseurschlampe. Friseurschlampe. Geil, Alter. Also, natürlich, ich unterstütze sowas nicht, dass da Beleidigungen fallen, aber ich finde das einfach lustig, der sagt, Friseurschlampe. Das ist so lustig, Alter. Alter, es ist nicht immer was mit Humor, Leute. Du hast eine richtige Notenfrisur. Das hast du ja schon mal, du hast ja schon mal erzählt, dass du es auch zu anderen Kunden gesagt hast, ne? Ja, das kommt vor, ne? Wie haben die dann darauf reagiert? Also, ich habe das, ich weiß es nicht so genau, so gesagt hat niemand was. Also okay. Zumindest zu mir nicht. Spieglein, Spieglein an der Wand, du bist die hässlichste im ganzen Land. Sind ja immer lustiger, Alter. Friseurschlampe. Der war neu. Hände hoch. Hände hoch. Wie lustig wäre das, wenn er vernimmt den Film, darf ich dir jetzt meinen Arsch stecken? Oder soll ich feiern, Alter? Aber der zieht schon geile Sachen ab. Das ist schon lustig. Aber krass, dass das dann doch so entspannt ging. Also ich glaube andere, also unsere Zuschauer, vor allem ich habe mir auch gedacht, dass hey, ihr, jetzt geht's los! So, dass, es mit zwei, dass ihr den mit zwei Leuten irgendwie fest... Danke. Dass ihr den mit zwei Leuten irgendwie festhalten müsst und so, aber das geht ja dann doch ganz wie gut. Wie in der Anstalt, da wohne ich nämlich. Noch nicht, ne. Und das ist die Helena, die kann nichts. Mann, genau. Und das ist riskant. Das ist die Helena, die ist Hundefriseurin. Spiegel. Das hast du dich gerade selber beleidigt. Ja, das stimmt. So, nun guck mal. Das stört. Dein Gesicht stört. Nee, das finde ich super so weit. Bist du zufrieden? Ja. Okay. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie es aussieht, wenn der Jan sich zu rasiert. Ein paar Haare sind verloren gegangen, die nicht hätten verloren gehen sollen. Ja, hier oben ein bisschen, hier, aber es ist nicht so schlimm. Ja, es geht. Also man sieht es jetzt auch nicht stark. Ja, also Hauptsache ist, ich habe mich rasiert, ohne dass jemand verletzt wurde. Jemand? Ja. Weiß ich. Weder ich selber noch jemand anders. Ja, wenn ich so rumfuchtel und du kannst. Ja, okay, stimmt, das hätte auch was sehen können. Aber ich denke nicht, dass es... Bin ich ja froh, dass du meine Haare ganz gelassen hast. Also ich glaube, ich wäre kein... Also Friseur wäre für mich nicht der geeignetste Beruf. Nicht? Nee, Barber, so ein Barbershop vielleicht auch nicht. Bevor ich hantiere dann so bei Leuten so mit dem Messer hier rum. Nee, also ich glaube ja, dass Ticks... Sehr vertrauenswürdig aber auch. Ja, dass das Ticks nicht solche Ausmaße annehmen, dass es zu Todesfällen kommt oder zu ernsthaften Verletzungen. Es kann schon mal sein, dass blaue Flecken kommen. Ja, aber genau, das will ich auch mal gewissen. Was wird passieren, angenommen, keine Ahnung, der hat kurz 5 Sekunden seinen Tick und tut dann einfach die Schere nehmen und die Person umbringen. Also was passiert dann? Kommt der dann ins Gefängnis oder... Das würde ich auch mal gerne wissen. Hatte ich auch schon, dass man sich vielleicht hier mal hier und da ein bisschen selbst rasiert. Aber so gefährlich, dass Tourette wirklich das Leben von jemandem bedrohen kann, dass... Arsch, ich töte dich! Das gibt's ja Gott sei Dank. Also als Fazit kann man eigentlich sagen, dass eigentlich alles ein bisschen... Also du hast diese Krankheit, aber du bist in der Lage, das mittlerweile gut zu kontrollieren. Sowohl beim Friseur als auch beim Rasieren. Das stimmt. Also wie ihr das vorhin gesehen habt, sowohl beim Friseur als auch beim Rasieren, habe ich ja versucht, das zu unterdrücken. Halt immer für kurze Momente und dann... Und dann, wenn ich mit dem Rasierer oder wenn die Friseurin kurz abgesetzt hat, dann konnten die Ticks wieder rauskommen. Und daher kann ich das dann so für einen Zeitraum von maximal so einer Stunde schon mal bei solchen Aktivitäten recht gut regulieren. Fick dich! Dann bedanken wir fick uns dich. Schon. Und hoffen, wir sehen uns in einem von unseren nächsten Videos wieder. Das hoffe ich auch. Hey, ihr seid hässlich. Hey, war mal wieder eine Verabschiedung von Gisela, die haben wir lange nicht mehr gehabt. Der Klassiker. Ciao. Dann macht's gut. Hey.
Ich will mich ertränken. Jan? Blöd, ich bin das ADHS-Kind, das so rennt. Fick, hast du es etwa drauf? Das ist alles aufgenommen. Oh Mann, oh Mann. Ja, was soll ich dazu sagen? Es tut mir halt mega leid, für ihn diese Krankheit zu haben, aber es ist halt krass von dem, dass er da so locker mit umgeht, ne? So, siehe da, er hat 1 Million Abonnenten, ich verdiene bestimmt seine 5.000 bis 10.000 im Monat dadurch, so soll er sich auf jeden Fall ein schönes Leben damit machen, definitiv, Alter. Sei ihm gegönnt, ohne Spaß, Alter. Es ist halt echt schlimm, so eine Krankheit zu haben. Aber wenn ich lache nicht den aus, ich lache einfach über die Sprüche, die er da droppt, Digga. Ich feiere das einfach, es ist schon lachig, Alter, ohne Spaß. Aber auf jeden Fall, gute Genesung. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich mit dieser Krankheit nicht aus. Ich weiß nicht, ob die heilbar ist oder ob das schlimmer wird oder besser werden kann. Ja, auf jeden Fall, Alter, krass. GG, Alter. Also sowas sehe ich gerne in den Trends. Wenn ich da so andere Sachen in den Trends sehe, denke ich mir, was hat das da verloren? Aber sowas ist auf jeden Fall gerne in den Trends gesehen, Mann. So, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Und denkt dran, viel Fortnite 7, Creator Code, Dankeschön.